Buongiorno, meine kleinen Makronis, zu einer neuen Folge von Pokémon Silber im Epitee-Style mit Kilian zusammen. Heute bin ich wieder an der Reihe. Ich darf hier sofort in die richtige Richtung radeln, ohne es zu merken. Hey du Lump, wirf deinen Müll nicht hier hin. Was für Müll? Ich habe keine X-Angriff oder X-Verteidigung oder sonst was hier weggeschmissen. Also, weiß ich nicht, was du hast, du Karl Kemper. Karl möchte kämpfen. Und schickt seinen Diktri, seine dreifache Kartoffel in den Kampf. Was wollte ich sagen? Ich habe die Ehre, ich darf jetzt hier weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind übrigens. Machen wir einfach mal einen psychotischen Strahl. Ja, Epileptik. Epileptik. So, Diktri, die Superkartoffel wurde besiegt. 1048 Erfahrungspunkte für Esther. Und als nächstes kommt ein Quappo. Und mal gucken. Hey, wir haben alle auf Teamniveau. Also, was heißt alle auf Teamniveau? Sie haben alle dasselbe Level. 42. Hat Kian ja super hingekriegt. Machen wir es mal hier, ne? Quappo gegen Rukia. Level 29, das ist ja. Ich komme so überlevelt vor. Ich weiß gar nicht warum. Rasierblatt! Machen wir den Gillette ab die. Oh, ich war ganz gespannt, ob es ein One-Hit wird und Glück gehabt. Rukia hat wirklich Glück. Ich meine, also, hui. Ein Rasaf. Ein wütendes, fusseliges Pokémon. Das wollen wir mal mit Fliegi einfach mal umlümmeln. Einfach, weil wir es können. Rukia, genug, komm zurück. Komm zurück. Und lass Fliegi ein bisschen Randale schieben. Komm, mach mal hier, ne? Fliegi wird seinem Namen gerecht. Und fliegt empor. Karateschlag. Ja, nochmal Schwein gehabt. Das hätte uns auf jeden Fall gekillt. Und ja. Rasaf, der wütende Fussel. Krepiert. Mein aufrichtiges Beileid. Ein bisschen Erfahrung für Fliegi. Und Karl wurde besiegt. Ich wollte nur klarstellen, dass du nichts auf dem Kasten hast. Ja, das hast du damit bewiesen. Wo sind wir hier überhaupt? Oh. Okay. Okay. Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich Richtung Kraftwerk muss. Kann das sein? Jetzt habe ich den nicht vorgelesen, aber ist auch egal. Wer es interessiert, was der so zu quatschen hat, der komische Stefan. Stefan mit Doppel-F. Ich kenn's nur mit einem F geschrieben, aber es ist auch schon alt. Entoron. Ich meine, wir müssen wirklich zum Kraftwerk. Ich gehe einfach mal nach rechts. Die eine Pelle war schon besiegt, der oben nicht. Wir gehen mal nach rechts und werden hoffentlich richtig sein. Einmal Betz. Oh. Aussetzer. Finde ich aber nicht so nett. Oh, es ist blockiert. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Machen wir mal einfach mal einen Biss. Okay. Ausgewichen. Du meinst wohl zurückgeschreckt. Dann hier, Sternschau haben wir noch nie gesehen. Enteron wurde besiegt. Erfahrungsprobe für Esther. Und als nächstes kommt Sandama. Sandama möchte uns ans Leder, aber das wollen wir natürlich verhindern, indem wir Spike reinschicken. Los, Stefan mit Doppel-F. Denn Sandama hat keine Chance. Gegen unser Spike. Spike ist besser als Sandama. Denn Spike kann das Erdbeben. Mit Step. Sollte reichen. Bei dem Levelunterschied und so weiter. Kein Wunder. 1081p mit dem E davor. Und Stefan wurde besiegt. Boah, Vorsicht! Ja, Erdbebengefahr. Hast du gut erkannt. Fahr dran vorbei, Junge. Den lasse ich für Kilian. Einfach, weil Baum. Okay, da sind nur viele Pokémon. Interessiert mich nicht. Hallo, fahr da hoch. Bedrohliche Musik. Wenn sie kommt, kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Natürlich. Und wer soll kommen? Wer? Wieso sie? Meint er die bedrohliche Musik? Weil das wäre schon
Hartmut wäre schon irgendwie verständlich. Schickt Georg. Okay. Hartmut. Sehr mutig von dir, Hartmut. Dass du mit Georg anfängst, aber hey. Esther freut sich. Und wird es one-hitten? One-hitten. Sehr nice. 889 Erfahrungspunkte für Esther. Und als nächstes kommt Hartmut mit einem Georg. Natürlich. Schicken wir mal Jenny rein. Mal gucken, ob wir das Vieh One oder Two hitten können. Ich habe nämlich keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Scheiße. Nicht aufgepasst. Mal gucken, wie viel. Ah, Two Hit. Passt schon. Au. Oh, dieser brachiale Schaden. 14 KP. Boah. Noch 10 weitere Angriffe und Jenny wurde besiegt. Also ist besiegt, aber dazu wird sie nicht mehr kommen. Denn Georg kullert in sein Grab hinein. Wie eine dicke, fette, kaputte Murmel. Noch ein Georg, nicht mal ein Geowatz oder... Sehr, sehr traurig. Darf er Skarabo ein bisschen ran? Georg hat irgendwie immer voll schäbige Sprites, möchte ich mal anmerken. Zettelmacher! Hau ihm aufs Maul! Ah. Natürlich. Mit seinem letzten Pokémon eine finale Attacke einsetzen, das ist schon sehr, sehr schlau, muss ich einfach mal sagen. Wovor hab ich überhaupt angegriffen? Pff, hätte ich auch einfach auswechseln können, wenn ich das gewusst hätte. Idiot. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Was? Du hast gesungen? Das eben war Gesang? Boah, Alter. Hey, guck mal, hier haben wir Toff aus Avatar Herr der Elemente. Warst du schon beim Picknicken? Das war großen Spaß. Nö. War ich noch nicht. Und mit Marika möchte ich nicht dahin gehen. Ein Hubelupf. Komm hier, kriegst ein paar Sternchen. Hast sie verdient. Du kriegst hier 3 gute Nudelsterne. Hahaha. Baumwollsaat. Es schlug fehl. Sehr schön. Hier nochmal ein paar gute Nudelsterne, weil du mir nichts angetan hast. Da bin ich sehr stolz drauf. Also, was hast du geschafft, Hubelupf. Bin stolz. Ah, ganz knapp. Als nächstes kommt. Hubelupf. Nö, ich möchte nicht wechseln. Esther darf sich ruhig das Level abverdienen. Damit er vom Level her das ganze Team hier anführen kann. Machen wir mal hier einen Psychstrahl. Epileptik. Epileptik. Und Volltreffer. Ich glaube nicht, dass es nötig war, aber egal. Man muss ja auch zu übertreiben können. Level 43. Ach, guck dir das an. Schwätzangriff 143. Voll geil. Marika wurde besiegt. Das kommt davon, wenn man nichts auf dem Kasten hat. Ja, ist hier noch ein Pokécenter? Ja, hier ist ein Pokécenter. Hi. Guten Abend. Ich hatte deine Pokémon. Komm, mach. Mach, ich habe eine Reise vor mir. Ich habe noch große Taten vor. Noch große, große Taten. Tschüss. Hau rein, Perle. Da könnte ich jetzt, rein, aber möchte nicht, ich möchte da unten hin, da wo dieses ominöse Dach hervorlugt und mir verrät, dass es da irgendwas zu geben scheint. Die See ist ruhig, möchtest du? Ja. Fliegi! Sieht auf einmal aus wie Lapras, finde ich doch irgendwie verstörend. Goldini. Ja. Ich würde mal sagen, wir hauen mal ganz schnell ab vor Goldini. Das ist ja so unglaublich krass drauf, dass das, boah, nee. Das bereitet mir noch Kummer und Sorgen. Radikal! Rechtsradikal! Oh nein, Hilfe! Ein rechtsradikales Pokémon. Weg hier! Ab ins Kraftwerk. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen.
Was geschieht nun mit dieser Welt? Ja, das freut mich auch. Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Das freut mich für euch. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entnommen und entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Das ist aber echt scheiße. Hallo, geh mal weiter. Junge. Das hier irgendwie anders in Erinnerung. Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Nein, sag bloß. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demoliert, ist er traurig und wütend zugleich. Du hast aber eine komische Stimme. Hallo, ist hier jemand? Bist du derjenige welche, der Dicke und so weiter? Sieht ganz so aus. Hi. Ich werde ihm nie verzeihen. Er wagt es, meinen Generator zu demolieren. Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Ist ja gut, bleib mal locker. Blitzkanone, was für ein merkwürdiger Name. Okay. Ich habe Nachricht aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Ich krieg nicht mal die Chance, nein zu sagen. Das ist ja voll gemein, du. Schweinerei. Haben wir eigentlich Schutz? Ich weiß es gar nicht. Nicht, dass ich jetzt wieder angefallen werde. Feuer. Genesung, Beleber, Elixier. Echt, wir haben keinen Schutz? Kilian, warum haben wir keinen Schutz? Kilian, das ist nicht gut. Ich finde das nicht lustig. Kilian! Ich finde das nicht lustig. Das ist überhaupt nicht lustig, Kilian. Wow. Wow, boah, ich wurde nicht angefallen. Hui! Dass ich das noch erleben darf. Dich lasse ich für Kilian. Als Strafe dafür, dass wir keinen Schutz haben. Halt. Ich will... Doch, ich muss hier oben her. Hui. Hui. Du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Skarabu, setz den Zerschneider ein. Toll. Story of my life. So, wo ist der Hampel? Bist du das? Am Kap? Ja, interessiert mich nicht. Der sieht doch zwielichtig aus. Norber? Verdammt. Vermisst du Orden der Pokémon-Arenen von Kanto? Ja. Warum fragst du? Warum fragt er mich und redet dann nicht mal mit mir? Warum? Hi. Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben, in der mächtige und grässliche Pokémon gehaust haben. Was? Ach ja? Mein Detektor schlägt aus. Ah, das war, glaube ich, da im Wasser, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, war das da im Wasser. Das ist teilweise echt ätzend hier zu lenken mit dem Drahtesel. Mein Lamus und ich sind ein unschlagbares Team. Lamus, mach deine Konfusion vor. Ja. Ja, ich bin begeistert, also wow. Ich bin hin und weg. Uiuiuiuiui. Hier haben wir die Nugget-Brücke. Die Nugget-Brücke. Eins dafür beliebt, Gold zu kriegen und einen Mew-Glitch einzusetzen. Zu verwenden. Wo ist überhaupt der dämliche Dieb? Besiege alle 6 Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Natürlich. Ich meine, hey, ich bin's. Hey. Schuljunge, ich werde dich verprügeln, Flavio. Myrapla, ernsthaft? Man sollte meinen, dass hier in der In... 35? Boah, Junge, mach das doch mal ein bisschen hier Giflor-Style oder Bluebella. 35 und dann immer noch ein Myrapla, das ist ja... Ist bestimmt traurig, weil es noch nicht, sich noch nicht entwickeln durfte. Das ist... Wow, du bist echt ein super Trainer. Flavio.
Was soll nur aus dir werden, Flavio? Kannst du mir das sagen, Flavio? Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Na, da habe ich so meine Zweifel. Aber ich möchte deine Illusionen gerne mit Taten zerstören. Na toll, Verena hat jetzt 2 Pokémon. Die werden wahrscheinlich immer ein Pokémon mehr haben. Knuddeluff, yeah! Ein Knuddeluff! Knuddi! Ein Knuddeluff ohne Feentyp! Typi, du, Typi, 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 Typ. Yeah, one hit. 700 App. Und Granbull. Granbull! Ein weibliches Granbull, eine wunderschöne Fee in Zukunft. Boah, teste ich das Teil, aber es ist eine Fee. Hauptsache eine Fee. Boah, ekelhaft, ey. Granbull ist, finde ich, eins der schäbigeren Pokémon. Und Erfahrungspuppel. Verena hat schmerzlich versagt, möchte ich mal behaupten. Bevor wir weitergehen, möchte ich einfach mal tauschen mit... Hier kommt Jenny, darf mal ein bisschen draufhauen. Da freut sich die Jenny. Wenn sie Nummer 3 verprügeln darf. Du bist... Was war das? Mit mir hast du es leicht, stand da, glaube ich, ne? Ja, sieht man, mit dem hat man es leicht. Mit Konrad Adenauer. Danke, da! Ich bin schimmelige Spaghetti. Wie gut, dass wir Jenny jetzt vorne haben mit dem Fire Punch. Bam! Voll ins, Gesicht. Oder ob du überhaupt ein Gesicht hast, weiß ich nicht. Du bestehst ja nur aus Tentacle Porn Action. Da weiß man nicht so genau. Da weiß man nicht so genau, woran man ist. Und als es kommt, Aquana. Das ist schon zu geil, um wahr zu sein. Mir fällt jetzt gerade auf, Jennys Schweif, die Kugel, sieht aus wie ein Nugget. Ob wir das verkaufen können? Verkaufen, 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 müssen wir ausprobieren. Bam, voll ins Gesicht. Und? Ja, es reicht. Wäre auch traurig, wenn nicht, mit 9 Level Unterschied und sehr effektiv und voll stark und so. Konrad Adenauer besiegt. Oh, vermöbelt. Wie meine Schule. Mobbingopfer. Der vierte. Bist du müde? Nö. Obwohl, wir haben fast 2 Uhr morgens. Ja, ein bisschen müde bin ich schon. Aber es liegt nicht daran, dass ich gegen euch Schlaffis kämpfen muss. Oh, die Göre Adriane hat 3 Duflor für den Kampf dabei. Duflor sieht ein bisschen derby aus. Nein! Warum ist er nicht nach unten gegangen? Scheiße! Es hätte ein One-Hit sein können! Fuck! Boah, ätzend! Säure, ich löse mich auf! Verteidigung, natürlich, sinkt die Verteidigung! Warum sollte es auch nicht so sein? Besiegt! Und als nächstes kommt ein Tauboga! Okay. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, aber egal. Darauf sind wir natürlich vorbereitet. Eigentlich nicht, aber wir haben da kein Problem mit, sage ich einfach mal. So, Paralyse weg. Ein Ruckidi-Zuckidi-Hieb. Ich bin schwer begeistert. Jetzt aber ein Donnerschlag und das mit voller Absicht. Voll auf den Schnabel, voll auf die 12. Und da flattern schon die Täubchen um Taubogas Kopf, weil es nur noch Sterne sieht. Und mit dem nächsten besiegten Pokémon haben wir ein Level Up. Blubala! Ja, die macht schon mal richtig. Nicht so wie der erste mit einem Myrapla. Und ja, hier. Jetzt aber ein Feuerschlag und tschüssi! Lila Blüten. Was? 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 Wie kannst du es wagen zu überleben? Das ist ja unverzeihlichst. Hier. Eine kleine Donnerkugel und Tschüssikowski. Du stirbst und Jenny erreicht das nächste Level. Level 43. Schön. Adriano wurde besiegt und auch ich habe verloren. Ja. Das ist... Mann! Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Nicht. Schweinerei.
Ah, wow, er hat... Oh, ein Nidoking. Okay. Das ist cool. Ich mag Nidoking. Nidoking ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Das ist immer Feuerschlag frisst. Na, wie gefällt dir das, hä? Ah, du bist Two-Hit. Passt schon. Und ein Giftstachel. Ah, wie eine Nadel. Ich hasse Nadeln. Nimm das! Voll in den Magen! Ja, Two-Hit und tschüss, Nidoking. Erfahrungsprobe für Jenny. Und dann werde ich erstmal Ansgar. Uff, zu stark. Ja, da hast du recht. Was wollte ich gerade sagen? Dann werde ich erst einmal hier wechseln. Packen wir einfach mal Scarabuiz nach vorne. Tausch. Und komm, klüppeln wir auch noch um. Und dann beenden wir den Part. Jetzt habe ich es nicht vorgelesen, ist aber egal. Sie meinte, du siehst aus, wärst du eine harte Nuss, also wirst du mich ganz leicht knacken oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Franziska schickt Paras. Paras. Ein Parasiten. Skabo. Hornattacke. Hornattacke und alle sind glücklich. Siehst du, wie glücklich alle sind? Ach, da legt sich Paras erstmal schlafen vor lauter Glück. Muss ich erstmal Schlaf verarbeiten. Noch ein Paras. Da kriege ich gleich Paras, wenn das so weitergeht. Ob gleich ein Parasek kommt? Ich weiß nicht. Hornattacke. Sei glücklich. Sehr glücklich. Und ein Parasek. Als wenn ich es geahnt hätte. Mit einem fast Mewtwo-gleichen Ruf. Finde ich schön, dass manche Rufe einfach recycelt und in den Tonhöhe verändert wurden damals. Dasselbe war ja auch mit Glurak und Rihorn. Da wurde auch einfach nur die Tonhöhe ein bisschen geändert und zack hatte man zwei Pokémon-Rufe. Nur mal so nebenbei. Franziska wurde besiegt. Du machst Witze. Nö. Ich mein's voll ernst. Uff, uff, uff. Ich habe mit den 6 Trainern nichts zu tun. Ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen, da du nach den vielen Kämpfen müde sein musst. Das ist echt schwach. Wirklich total, total, total schwach. Streber Tilo möchte kämpfen. Und schickt Porygon in den Kampf. Porygon, ich mach dich epileptisch und werde dann aus dem Anime verbannt, weil ich scheiße bin. Meine Polygone. Schärfer. Immer schärfer und schärfer! Angriff steigt, das wird dir nichts bringen, wenn du jetzt stirbst. Aua, ich warte doch, Error. Tut mir leid. 1002 Erfahrungspopel und Tilo heult. Bist du nicht müde? Nur ein bisschen, aber nicht so, dass ich dich nicht platt machen könnte. Tut mir leid, ich werde nicht mehr mogeln. Das schaffst du eh nicht, weil du scheiße bist. So. Das hole ich mir noch ganz schnell, bevor wir den Part beenden. Jetzt würde ich eigentlich sagen, Protein. Ach, leck mich doch, ey. Warum? Boah, wie kacke. Ich will das Protein mitnehmen. Ich brauche Proteine. Antipastibäre, okay. Huch. Haben wir irgendwas, was wir nicht mal gut... Feuerheiler, Brandbeere... Eine Beere. Ach komm, hier, die geben wir einfach mal ab. Hier, Jenny freut sich. Lecker, noms noms. Eine 10 KP-Beere, ich glaub's ja nicht. So, gib mir das Protein. Sponsor mich! So. Ich würde jetzt eigentlich sagen, komm, ich tue mal so, als wenn ich mit dem gesprochen habe. Kian wird es schon nicht merken, aber er merkt es, weil er guckt sich die Aufnahmen immer an. Der miese Sack. Ja, das gehört, du kleiner du. So, dann würde ich mal sagen, das war's für heute mit Pokémon Silber. Im nächsten Part wird Kian wieder übernehmen. Und dann, ne, so weiter. Mal gucken, ob er auch den einen Typi findet, der hier das Zahnrad klaut. Geklaut hat, besser gesagt. Und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge wieder. Das war's mit mir für heute. Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Tschüss.